Geradenheit und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Challenge mit der Asta, dem Paul, dem Micha, dem Lars und dem Carsten. Ne? Wunderschön. Hallo. Geradenheit. Geraden fährt er. Ich bin begeistert. Ja, das ist nicht krumm geraden, was du gerade fährst. Ja, alles gut. Wenn du jetzt VCA fährst, passt für mich. Sichi fahre ich jetzt VCA. Sichi! Sigi! Easy peasy lemon squeezy, come on! Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das lag mir auch auf der Zunge. Ey, Uwe? Ja. Wann spielen wir eigentlich Tom Dingsbums Wildlands? Ja, wenn ich gleich nachdem ich wieder Festplattenspeicher auf meiner Festplatte habe. Ja, dann sorg dafür, dass du wieder Festplattenspeicher hast. Aha, ich hab gesehen, du hast schon ohne mich einfach Fortnite studiert. Nein, ihr fangt nicht Fortnite an. Nein. Nein. Ja, nein, die haben schon angefangen. Also ja, dann lass es bei die. Die Hälfte unseres Teams hat schon Fortnite gespielt, habe ich festgestellt. Gott. Warum du nicht? Ja, weil ich nicht konnte. Ah ja. Paul, warum? Warum? Was ist Lars? Warum Fortnite? Warum nicht? Weil ohne Bauen. Boah. Also wir hatten ja mal drüber gesprochen, aber als ihr Fortnite gespielt, war das Freitag oder Samstag? Freitag. Freitag habt ihr schon gespielt? War das Freitag? Ja, Freitag war das. Ja, Freitag war das. Ah, okay. Aber das Problem war halt, die ersten drei Runden liefen gut, weil wir dann nur gegen Bots gespielt haben. Ach. Und danach kamen wir nur in Lobbys rein, wo irgendwelche Schwitzer sich Level 1 Accounts gemacht haben. Hacker. Die blöden Hacker. Die dann uns dann halt weggebumst haben. Gott, ey. Also sagst du, Skill war nicht dann am... Spielt lieber CS oder sowas, aber doch kein Fortnite. Ach, hallo, hast du? Ja, das haben wir doch auch noch gemacht. Hast du mal mit uns CS gespielt? Auch. Nein, ich hab... Wie, ihr spielt CS? Sicher. Aber sowas war die ganze CS Zeit schon seit... Keine Ahnung, wie lange. Ja gut, dann weiß ich, was ich in Zukunft mit euch spiele. Es gibt auch einen eigenen Team Chaos CSGO Server, hallo? Sag mal, lebst du hinterm Mond oder was? Aber was stimmt denn nicht mit dir? Ich würde gerne einen anderen Schlepper haben. Ich fahre hier mit 4 km/h den Berg hoch. Du kannst auch einen MF haben. Willst du den JCB und ich mehr? Uwe? Ja. Wir haben gerade festgestellt, dass die Reparatur mit der Challenge-Produktion hat anscheinend doch nicht funktioniert. Er hat das auch irgendwie nicht genommen. Da sind noch Missionen drin. Es kann auch sein, dass das noch alte sind. Das müssen wir uns nochmal angucken. Achtet bitte drauf, wenn ihr Missionen annimmt, dass er nicht die nehmt, die Ziel-Challenge-Produktion hat, ja? Das gucke ich mir nach der Session dann nochmal an, dass wir da drauf achten. Weil die Ballpress-Missionen, die jetzt da sind, sind beides wieder bei uns Challenge-Produktion. Ja. Toledo, was ist denn, wenn du die alle annimmst und wieder wegtust? Von der 56. Ja, aber vielleicht mit einem anderen Ziel. Ja, genau. Habt ihr die 110 denn als Ballenpress-Mission? 110? Ja, habe ich. Was habt ihr da als Zielort? Challenge-Produktion. Okay, ich nehme die jetzt mal an. Aha. Und breche die jetzt wieder ab. Ja. Und gebe die weg. Und dann müssen wir mal gucken, ob die später wiederkommt. Und ich nehme die andere jetzt auch nochmal an. Und breche die wieder ab. Und dann gucken wir mal, ob die später wiederkommen. Und dann ein anderes Ziel haben. Es kann sein, dass es noch Altlasten sind, weil ich habe nicht alle Missionen durchgeguckt, ob da Challenge-Produktion noch als Ziel war. So machen wir es. Alles wird gut. Also da bitte noch mit drauf achten. Ja, und ich gucke mir das Thema für die nächste Session nochmal an. So machen wir es. Danke für Toledo. Alles klar, bis später. Ganz wichtig, noch eine Frage. 56 abgeben? Ja. Wenn alles weg, ja. Der Carsten fährt ja gerade noch über die 10, ne? Mit Press-Wickel-Schneid-Kombi. Sag mal, wir könnten uns jetzt, aber schon seit der letzten Folge, endlich das Pöttinger kaufen, ne? Dann kannst du vorziehen und jemand anders presst hinter dir. Das macht doch viel mehr Sinn, oder? Schon, nur. Dann lasse ich die Presse jetzt erstmal stehen und komme ich gleich zum Händler. Ja. Wir können jetzt eine neue Mission annehmen. Dann kaufe ich das Ding jetzt schon mal, ne? Die Pöttinger Nova Cat. Gut, habe ich. Was braucht denn weniger PS? Die Schneidwerk oder die Presse?
Presse müsste die weniger. Presse. Ja, natürlich die Presse. Das Schneidwerk braucht alleine 160 PS. Warte, wo finde ich denn jetzt die Pressen? Dann hänge ich dann gleich die Dingsbums-Presse. Die Presse braucht 150 PS. Das braucht alleine nur das Heckmähwerk schon mehr. Plus. Schneidwerk 60. brauchen 230 insgesamt. Ja, wir haben ja das andere Front-Schneidwerk. Ich weiß nicht, ob die gleich viel Leistung brauchen, aber wenn, dann wird es nicht viel ausmachen. 70 zu 60, naja, gut. Aber passt, okay. Wir haben noch 100.000 Euro, krass. Wenn wir noch einen zweiten Ballensammelwagen brauchen, müssen wir Bescheid sagen. Also müssen wir für den Früh genug kaufen. Ich liebäugel ja immer noch mit dem Steiger, ne? Ja, was? Mit dem Steiger, mit dem Case, Quadrac. Achso. 256.000. Direkt mal schockverliebt. Damit hätte ich jetzt kein Problem, die Presse zu ziehen. Quadrac. Ey, 4 km/h, ne? Lars zieht einmal hoch, einmal runter, einmal hoch und ich bin immer noch in der gleichen Bahn. Das ist. Ja, moin. Ja, ist halt echt zum Mäusemelken. Ich will sehen, wie du eine Maus melkst. Was machen wir jetzt für eine Mission, bei der mehrere beschäftigt sein sollen? Astra, komm doch mal ran hier. Bring bitte zu einer. Also, am Händler steht ein Entwickler. Bring den mal bitte mit zu Feld 74, sind wir. Dann kannst du pressen und ich versuche zu wickeln, weil da brauche ich weniger Leistung. Auch einen Schlepper bei? Ja, den hat aber Lars. Also, du musst schon unseren eigenen Schlepper mitbringen. Ich glaube, Astra hat keinen eigenen Schlepper. Weil du hockst in einem drin. Ach so. Micha hockt in einem drin und Carsten hockt in einem drin. Ich hocke in keinem von unseren drin. Ah ne, warte mal, Micha hat eine. Paul hat. Aber Paul, ja. Einen von uns. Sorry, du hast ja noch den Ding, den Mission. Ich habe noch so 4 Köln. Ja. Wir haben nur 3 Schlepper. Wie wär's mit dem neuen Schlepper? Die nicht von Hand ziehen, glaube ich. Nee, das wird. Ja, dann, Astra, kannst du dir quasi aussuchen, was du willst, weil wir sind hier noch ein bisschen beschäftigt. 256.000 bräuchten wir. Ganz schnell, dann könnten wir den Quadrac kaufen. Und das ist wirklich günstig, dieser Preis, ne? Mhm. Selbst wenn wir hier... sind denn da drauf? Auf dem 49? 56 oder nicht? Irgendwie sowas. Ja, 49%. Wie bitte? Wofür brauchen wir diesen Quadrac? Micha, tatsächlich catcht mich nur der Preis, ehrlich gesagt. Kann ich mal eine Frage fragen? Ja, bitte. Einfach Düngemissionen klopfen, weil es am meisten schnell geht, um an Geld zu kommen, oder eher was länger dauert und ähnlich viel bringt? Nee, dann mach ruhig Düngemissionen. Denk nur bitte dran, also entweder nimmst du unsere du musst halt nach jeder Düngemission das Gerät wieder zurückgeben, ne? Also du bist immer ein Ab- und Aufladen. Haben wir keinen Düngerstreuer, Spritzer? Doch, aber dann benutzt du ja einen Traktor von der Mission, ne? Ansonsten müssen wir jetzt auch einen Traktor kaufen. Na gut, aber an sich geht das ja trotzdem immer, oder nicht? Nee. Aber wenn, ne, warte mal, wenn wir Streuer zurücksetzen, sind die leer, ne? Ja. Mhm. Jedes Mal zurückfahren und abplanen kostet, glaube ich, auch zu viel Zeit. Naja, vorsichtig formuliert könnten wir für unser Geld ein Valtra G-Series bekommen, 145 PS mit Pflegebereifung. Den kennst du schon, Astra, ich weiß. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber der Ding. Wobei, Pflegebereifen bräuchte er ja nicht. Du könntest ja auch den 500er Fendt holen, der kostet 10.000 weniger. Auch, ja. Kostet der auch 10.000 weniger mit der großen Motorausführung? Moment, ich schau. Ja, der dann kostet er 93.000 mit der großen. Ja, das wäre auch ganz geil, ne? Mit der ganz großen. Also, da hat er 150 und der G-Series von Valtra kostet mit der großen 101.000. Ja, genau. Und der kann auch Pflege, der 500er. Ja, wenn wir Mission damit machen. Ja, dann brauchen wir keine Pflegebereifen. Das stimmt. Wir haben auch schon einmal Pflegebereifen. Ja, gut, dann brauchst du den gar nicht mit Pflege, ja, siehst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich abladen? Ehrliche Antwort, Astra, ich habe ehrlich. Keine Ahnung momentan, was wir machen sollten. Ja. Ja. Wollen wir noch einen Schlepper kaufen, so einen kleinen? Wir brauchen 3 Stück davon, ne? Also ich wäre sowieso, spricht ein nächster Schlepper oder noch einen gar nicht dagegen, weil wie oft haben wir schon gesagt, wir brauchen noch einen Schlepper und ach Mist, wir haben alle und so. Und jetzt hast du schon mal 4 am Hof.
Dann hast du 4 von 6 schon mal bedient. Bin ich absolut dabei. Wie gesagt, ja. mein Herz schlägt immer noch für den Steiger. Egal, ob wir den brauchen oder nicht. Ich weiß. Ich mache sonst auch Gruber-Missionen, da kann ich zurücksetzen. Dann mach Gruber, einfach abgeben. Stimmt. Mach Gruber, setz die. Weil wenn du jetzt eh alleine bist und der Rest zu tun hat, dann eben. Kannst du Gruber machen. Ja, okay. Was macht und der Micha gerade? Der ist immer noch am Säen. Okay, Micha ist noch am Säen. Das ist ein Megafeld. Ich geh aufs Ende. Guck mal, die 51 Astra. Die 64? Boah, 64. Alter, aber die Mission von Micha bringt auch noch mal 62 Riesen, ne? Also vielleicht ein bisschen 64, weniger. Jesus. Nur 60 Riesen, ne? Dann sind wir schon bei knappen 180, die wir haben. Der Steiger, der wird noch realistisch. Wir haben eine Doppelaufnahme. Wir haben noch eine ganze Ladung Silageballen fertig von der Mission. Sind die fertig? Von der Missionsballen sind ja fertig. Dann. Die waren ja direkt fertig. Ja, dann lasst uns doch mal Missionsballen noch verkloppen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg wieder zum Hof. Wo ist denn der beste Preis gerade für Silage? Was soll ich denn jetzt gucken? Feind BioNAG. Also BioENAG, warst du? Ich gucke gerade. Oh, das ist irgendwie nicht so tief noch. Nee, irgendwie auch nicht wirklich. Aber warte, ich gucke kurz, wo die ist. Kostet 25.000 bringt die Gruppe mir schon. Unter 25, Paul. 25, wo ist die 25? Wenn du bei unserer 12 guckst, den Feldern quasi folgst, 21, 22, 23, 26, rechts daneben ist die BioENAG. Da ist gerade der Preis knapp 298 fallend. Die ist gerade, ohne Paul zu sehen, sehe ich gerade bei ihm, wie so Blubberblasen hochgehen, also vom Rechner hoch. Wo, was? Wie? Hä, hab ich doch gut geschrieben oder nicht? Ja, hast du auch gut, aber ich könnte es mir vorstellen. Das hast du da NDS-Energie oder wo? So nee, BioENAG ist da. Ah, da unten, ja, okay. Oh, fuck, ich bin weit gefahren. Ah, stopp. Das ist so leicht mit dem Auge zuckt und sagt so, Wenn du dich beeilst, wäre auch nicht schlimm, weil 298 ist gerade tatsächlich der beste Preis, den ich sehe, ja. Ja, ich habe begrenzte Höchstgeschwindigkeit. Ich fahre hier keinen JCB Fast Track. Ich weiß, den fährt der Kollege. Wie viele Liter hat so ein Ballen? 5000, glaube ich. Was kommt hast du, Quader oder rund? Rund. Das sind rund. Rund hast du 5. Das ist dann nicht nur 5 klar. Also 5 sind 132.000 Liter, ne? Gut, dass ihr die aufnehmen. Ich sehe das kriminell mit aufladen hier. Das sind knapp 40.000, also 39.000 Euro, die wir noch mit den Ballen verdienen. Ich sag euch, Alter, der Steiger, ne? Wir kaufen den noch. Uwe, das Ding fährt nur 40 und das ist unsere unhandlich. Den fährst du aber nur gut an. Das ist ein Krieglenker. Ich fahre ihn auch. Ja, also, Micha, ich weiß, dass das ein Knicklenker ist, aber er hat einfach für den Preis, Micha, ich weiß, scheiße, er hat auch keine Fronthydraulik, aber für das Geld. Ja, dann haben wir einen Schlepper, der schön ist, mit dem wir große Sachen ziehen können, den wir für nichts sonst gebrauchen können. Nur damit gut, dass keiner sieht, wie ich hier gerade die Ballen auflade. Ja, weiß ich nicht. Also wir können damit Ballen pressen, wir können damit zur Not. Nee, du presst doch keine Ballen, Uwe. Du siehst die Ballenpresse dahinter auch nicht mehr. Ja, ist doch nicht schlimm. Also jetzt sehe ich nur Ballenpresse und keinen Schlepper. Ist auch nicht besser, Micha. Ich quäl mich hier mit 4 km/h hoch. Aber zählt der nicht auch in die Siegbedingungen, dass er schon mal einer von den Großtraktoren ist? Das wäre unser zweiter Großtraktor. Unser erster Großtraktor. Nee, wir haben schon den Black Beauty. Der Black Beauty ist ein Großtraktor. Und alleine halt, ne, der kleinste 7er kostet 247.000. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist halt ein richtig krasses Angebot. Preis-Leistung ist schon heftig. Ja, wir können damit nicht mähen, weil dir fehlt die Front-Kombi. Aber 40 Klamotten ist immer noch okay von der Geschwindigkeit, würde ich sagen. Falls du halt mal was transportierst. Wir können damit ansehen, ganz entspannt. Wir können damit grobern. Wir können damit eigentlich alles machen. Wir müssen eigentlich hauptsächlich nicht mehr auf die PS-Zahlen gucken. Die wissen, die retten schon, ja, aber mehr so dolle. Das ist halt keine Ahnung. Wir können ja noch mal drüber sprechen, quasi, wenn es soweit ist. Aber aktuell würde ich sagen, klingt dieses Angebot gar nicht so unsexy. So ein 500 PS Monster einfach mal zu bekommen.
Weiß ich aber nicht. Muss ich auch einfach gestehen. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Wollen wir dann die Felder düngen an sich oder wollen wir nur striegeln? Keine Ahnung. Das ist jetzt die nächste Sache. Ja, die besprechen wir beim nächsten Mal dann bitte. Okay? Können wir machen. Mach mal. Perfekt, sehr gut. Liebe Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Steiger, ja, nein, vielleicht. Wenn ja, dann ja, ja. Oder vielleicht nein, wie auch immer. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Weiter geht's morgen ab 20 Uhr. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.